Ich bin Mikaela und ich arbeite am Finnland-Institut in Deutschland. Wir sind heute hier im Kindl, Zentrum für zeitgenössische Kunst. Dieses Gebäude ist eine ehemalige Brauerei, aber heute genießt man hier Kunst. Wir treffen heute die Museumsleiterin Kathrin Becker und den Projektmitarbeiter Georg Lehmann und sprechen ein bisschen über unsere neue Ausstellung Aistit, Coming to Our Senses, die im Mai hier im Kindl eröffnet werden wird. Aistit ist finnisch und bedeutet Sinne auf Deutsch. Kathrin Becker, Sie sind die Leiterin des Kindl. Was für Kunst zeigen Sie hier? Wir zeigen zeitgenössische Kunst, und zwar Kunst, die in aller Regel eine starke Gesellschaftsbezogenheit hat, die sich also um soziale, politische Themen kümmert. Ja, das ist so mit einem Wort zusammengefasst, das, was wir hier im Kindl zeigen. Und in der Ausstellung Aistit, Coming to Our Senses, geht es um Sinneswahrnehmungen und Empathie. Im Fokus steht die Koexistenz von Mensch, Tier und Natur. In dieser Zeit spricht mich ganz besonders an, dass es sozusagen ein Element der Wärme gibt in dem Projekt. Also wenn wir über Empathie reden oder eben auch über unsere Sinne, über Tiere, über Pflanzen, dann bewegen wir uns weg sozusagen von dem Kalten, von auch vielleicht dem Mangel, den wir jetzt erleben durch die Pandemie. Und ich freue mich sehr, ich bin selber auch sehr tieraffin und Gärtnere auch. Also von daher trifft das Projekt ganz viele meiner eigenen Vorlieben. Und wir können die Ausstellung im Mai wie geplant für Publikum öffnen, sobald die Lockdown-Beschränkungen gelockert werden. Was bedeuten diese besonderen Zeiten der Pandemie für Ihre Arbeit? Finden Sie, dass man daraus etwas für die Zukunft lernen kann? Ich hoffe, dass wir daraus für die Zukunft lernen, ganz besonders in Bezug auf Aspekte der Nachhaltigkeit und Sustainability, die im Kunstbetrieb oft genug, glaube ich, gar nicht so stark reflektiert wird oder wenn theoretisch reflektiert wird, dann aber in der Praxis nicht angewendet wird. Also ich selbst bin auch für 2 Tage nach Mexiko geflogen und wieder zurück. Und dass wir vielleicht bei diesen Dingen vorsichtiger sind. Und ganz allgemein ist es vielleicht auch eine gute Lehre gewesen, dass wir nicht alles immer für garantiert nehmen und im Augenblick sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich hoffe, dass wir aus der Pandemie lernen können. In diesem Raum zeigen wir die Ausstellung Aistit, Coming to Our Senses mit Werken von Terike Haapoja, Kati Roover, Dominique Knowles und Kristin Sankim. Georg, uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie ein großer Fan von Buckelwalen sind. Im Kathrin Roovers Videowerk Salt of My Eyes geht es um die komplexe Beziehung zwischen Menschen und Walen. Warum finden Sie Wale so faszinierend? Buckelwale sind ja die Wanderer der Weltmeere und sind damit überall zu Hause und lösen das Konzept der Heimat auf, weil Heimat für sie nicht existiert. Das ganze Meer ist ihre Heimat. Und zusätzlich liebe ich Fun Facts. Und ein Fun Fact ist, ein Buckelwal hat pro Buckel genau ein Haar. Und jetzt lassen Sie uns ein kleines Spiel machen. Ich nenne ein Wort, das mit unserer Ausstellung verknüpft ist. Und Sie sagen, was Ihnen als erstes dazu einfällt. Gerne. Yes. Das erste Wort, Empathie. Wärme, Nähe, Zuneigung, Liebe. Sinneswahrnehmung. Riechen, schmecken, eine Komplettheit. Körperlichkeit. Auch Nähe. Verwundbarkeit. Schmerz und ein Kümmern, was darauf folgt, also auch eine Empathie. Aktivismus. Veränderung. Die Welt nach der Pandemie. Hoffentlich näher. Berliner Sommer 2021. Hoffentlich die Welt nach der Pandemie. Vielen Dank an Kathrin Becker und Georg Lehmann für das interessante Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns alle bald hier in der Ausstellung treffen werden.